Suica Game kostet keine 12.000 Euro. Suica Game ist echt, nein. Ich glaube, ist das nicht Free-to-Play? Ich habe es noch nie selber gespielt, aber ich habe es bei einer Million anderen VTuber gesehen, die friggin' Suica Game gespielt haben, natürlich. Da kommt bisher nicht drum herum gekommen. So, ich hoffe jetzt eigentlich, dass wir uns jede Menge neue Booster freigeschaltet haben. Ich hoffe, das stimmt. Ja, schaut euch das mal an, wie schön viel Auswahl wir plötzlich haben. Okay, Moment, ich muss meine Liste aufrufen. Und dann mal eben schnell abhaken, welche Booster wir jetzt alle haben. Das hatte doch mal einen Effekt. Jetzt haben wir Auswahl. Wo habe ich das Ding? Wo ist mein Spieleordner? Da, Tech Force. So, wir haben Zurück für mehr haben wir schon 100% von, das ist unser Zombie-Pack, das wir aktuell gefüllt haben. Glück testen. Test of Luck haben wir jetzt. Zack, das kann ich hier rausstreichen. Drama à la carte. In Drama à la carte ist MST drin, das weiß ich. Wir müssen dringend endlich mal ein MST aus Drama à la carte rausholen. Das machen wir jetzt als allererstes, bevor ich es vergesse. Das Safe State nehme ich mir auch gerne. Hauptsache, wir kriegen endlich ein MST für unser Deck. Das geht mir so auf den Keks, dass wir kein MST haben. Glaubt ihr gar nicht. Jede Menge Zeugs. Zeugskrams. Kettenbeschwörung, magische Störung, naja. Oh. Kettendetonation. Hier ist Kettendetonation drin. Das ist eine der Karten, die wir für den Untergrund benutzen können. Heilung, feierliches Urteil haben wir auch endlich mal. Kettenschlag, ach Gott sei Dank, hier sind Burner-Karten drin. Ja, okay, ich behalte direkt, weil wir einen Kettenschlag gekriegt. Nichtsdestotrotz. Mein Gott, wer schmeißt denn hier mit den Ein-Bit-Stücken rum sich? Ich sehe gerade den Stream bzw. die Nachrichten nicht, weil ich meine Textdatei da drüber stehen habe, aber vielen Dank für die Bits, wer auch immer da um sich wirft. Magische Störung, Kruggräber, MST, come on, wo ist MST? Wo ist MST? Ich weiß, dass du da bist, zeig dich. Dammit. Gib mir ein MST. Zauberantrieb. Entfessle deine Kraft! Zerstörung. Ich fühle mich hier wie ein Zelda, mach die ganze Zeit Plinge oder ist ein Rubin eingesammelt. Was ist Loch? Herold des grünen Lichts. Come on, jetzt geht das wieder los mit wir kriegen einfach nicht die eine einzige Karte, die ich brauche, ja? Immer das gleiche. MST, please. Ich will wirklich ein MST für unser Deck. Like, wirklich. Fessel deine Kraft. Gott, verdammt nochmal. Okay, wir gucken uns erstmal die anderen Packs an und ich komme gleich dazu zurück. Fahne der Tapferkeit hatten wir schon vorher. Magie reservieren haben wir noch nicht gehabt, das ist neu. Ich kaufe mir einfach eben zwischendurch ein Display. Magie reservieren. Vielleicht ändern wir das RNG dann ein bisschen. Rüstungsechse. Alle Pflanze. Oh, Neo, der magische Schwertkämpfer. Hey, wir haben endlich die Top-Tier-Karte schlechthin gezogen. Ach, schwarzer Magier des Chaos. Zauber der dunklen Magie, ja, wer jetzt erwartet, dass hier die ganzen Zauberer drin sind. Direkt drei dunkle Magiermädchen, Zeit für ein schwarzer Magier-Deck. Ja, Magier des schwarzen Chaos, jawoll. Dunkle Glanzritter, jetzt geht's los. Jetzt kann man die richtigen Magier-Decks bauen. Stein der Gelehrten. Taumaturge der Qualen. Mystische Elf ist natürlich hier wieder Nonplusultra. Magische Marionette, irgendwie waren das wenig Karten, oder? Kommen wir das jetzt nur so wenig vor? Weird. Kraft der Helden hatten wir auch noch nicht. Frisch dein Deck auf hatten wir auch noch nicht. Genau. Schön zu sehen, dass die Sound alles funktionieren. Die wurden bisher sehr, sehr wenig genutzt, aber zu irgendwasen kosten die halt auch Bits. Kraft der Helden. So, das können wir auch rauslöschen. Sadies Spezialpack. Ah, das können wir... Sadies Spezialpack hat die Wellenbewegungskanone drauf. Ich hoffe, Sadie hat dementsprechend Burner-Karten da drin. Sadie, hau raus.
Was ist in deinem Spezialpack drin? Ameba, Massekanone, ja, das sind Burnerkarten. Da sind Burnerkarten bei. Dunkelschlangensyndrom, ey. Boganion, ja, das sind Burnerkarten. Ewige Flamme, ja, danke. Magischer Zylinder, oh, wir hatten noch keinen magischen Zylinder, wir haben jetzt magischen Zylinder. Auch nice. Okasi, Raimei, ja, Mechahissen, okay. Finstere Kammer der Albträume. Ja, gerechte Nachspeise. Wunderschön. Danke. Albtraumrat. Das heimliche Vogel. Das ist das Pack, was wir brauchten, um endlich dieses blöde Untergrund-Minispiel spielen zu können. Ein Traum. Das hatten wir schon vorher. Mittagskonstellation ist auch zu teuer. Das will keiner kaufen. Wobei, wir haben inzwischen ganz viele DP. Wir können ja mal ein bisschen Mittagskonstellation kaufen, auch wenn wir die Karten in der Mittagskonstellation wahrscheinlich nie benutzen. Oh, das sind viele doppelte Karten dafür, dass sie so teuer sind. Deutsu! Ah, es ist Deutsu. Den habe ich vergessen. Als wir letztens über die Segelflieger nachgedacht haben. In der Welt heißt der Mann Deutschland. Okay, so. Zurück zu meinem eigentlichen Auftrag. Ich will ein MST für unser Deck. Come on, please. Gib mir MST. Gräber, Blitzrächer, Ruf des Grabes. Gott, verdammt, noch eins. Künstlicher Seraph, Zerstörungs-irgendwas. Ja, was ist denn hier mit Glücktesten? Davon haben wir auch noch so wenig, da kann ich einfach mein Display zwischendurch kaufen. Erzunterwälder von Gilfer, okay. Maximum 6. Stufenumwandlungslabor, Springer des Schatten. Würfel-Armadillo, oh, Bestie von Talwa. Ui, ja, die richtig guten Karten, wie man sieht. Bauer! Der Widerwärtigkeit, Schachmatt, Läufer der Finsternis, oh, Jäger im Hinterhalt ist nicht gebannt. Das ist natürlich immer was, wo man drüber nachdenken kann, einfach Jäger im Hinterhalt zu spielen. Elfenbox mag ich ja auch, ach, der gute alte Gatling-Gewehrdrache. I like the Gatling-Gewehrdrache, der ist cool. Zurück zu meiner eigentlichen Mission. Wo ist der MST? Komm bitte, gib mir ein MST. Kann auch nicht. Der ist hier drin, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, das extra irgendwann mal nachgeguckt zu haben. Und ich bin mir fast sicher, dass da stand, dass er hier drin sein soll. Um Gottes Willen. Okay. Gib mir ein ganzes Display plus 1. Was war das? Ach, es ist jede Menge magischer Abfluss. Unglaublich. Unglaublich. Zurückgezwungen. Kann auch nicht sein, ne? Wir müssen im Starterbus davon 11. Ja, es ist aber das falsche Spiel. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja. So, dieses Mal mit 2 extra Boostern. Kann doch nicht sein! Wie viel Pech muss man denn haben? Jesus Christ, da. 1, 2, 3. Ja, ich sehe, Pup Falcon und Create Killer haben sich beworfen. Aber Pup Falcon hat mit Schaden geendet, das tut mir leid. Zauberantrieb. Magischer Abfluss. Herold, künstlicher Seraph, Unfug, fessle deine Kraft, Voltanes, Ernteengel, schon wieder ein Kettenschlag, das kann doch nicht. 2, 3, wenn es jetzt wieder nicht dabei ist, dann kaufe ich 2 Displays. Kettenschlag. Ich meine, eigentlich muss ich ja nur durchscrollen und auf eine rote 1 gucken, ne? Eigentlich muss ich ja gar nicht die einzelnen Karten lesen. Wenn ich die rote 1 sehe, dann ist es meistens MST oder Kettenschlag. Okay, 2 volle Displays. Wir haben 2 volle Displays gekauft. Come on, der ist immer noch nicht dabei. Es sind 2 volle Displays.
Was ist denn kaputt mit diesem Spiel? Ich hasse das RNG. Boot des Mondes. Das ist doch nicht wahr. Und zwei, wenn man drei nehmen kann. Ja, das ist, weil es irgendwann zu teuer wird. Ich will auch noch Karten aus den anderen Packs haben. Kann doch nicht sein, dass mit zwei Displays die Wahrscheinlichkeit so niedrig ist, dass wir hier endlich mal irgendwo eine einzige Karte daraus ziehen. Ah! Okay, wir versuchen es jetzt mit drei. Ich will doch nur eine Karte haben, damit wir weitermachen können. Na endlich! Drei Displays! Drei Displays und da ist der MST. Rick, viel zu viele Punkte reingesetzt. Filter. Verboten, limitiert. Eins. Ja, gib mir endlich ein MST für sich. Und wir haben auch Zylinder, können wir auch drüber nachdenken. Ja, damit. So. Danke, danke. So. Ich kann einen Staubtornado hier raus, weil jetzt haben wir einen MST, der ist definitiv besser. Die Frage ist, will ich den magischen Zylinder benutzen? Und was wollen wir dafür raustun, wenn wir den magischen Zylinder benutzen? Also Removal ist mir lieber als Schaden zurückzuwerfen, muss ich sagen. Aber ich will auch von den anderen Sachen irgendwie nichts raustun. Naja, tut mir leid, magische Zylinder, wir spielen sowieso königlicher Erlass, also muss der Zylinder weichen, so nett er auch ist. So, dann überspeichern wir mal Bones Designs. Okay, und dann will ich aber, wo wir gerade hier sind, definitiv nochmal ein bisschen mehr von Sadies Spezialpack kaufen, weil da sind die Burner-Karten drin und die Burner-Karten werden wir brauchen. Wenn wir irgendwann mal diesen blöden Keller durchqueren wollen. Der erste Doppeldreifacher, hier ist Sadies Spezialpack. Wellenbewegungskanone, so, ja, passt schon, gib mir einfach alles. 90%. Kanone, Zeugs, Krams, 96%, ja, muss reichen. Okay, dann gucken wir mal, dass wir die anderen Packs hier noch irgendwie auf 80% hochkriegen. Ach, das gute alte Kanonenroulette. Das war nur eine neue Karte, aber ist schon okay, denke ich. Tapferkeit, dann auch noch keine 80% von Schiens Fußsoldat, Geist der 6 Samurai, Guilford der Blitz. Für wenn man mal ein 6 Samurai Deck bauen will, was wir zugegebenermaßen öfter mal tun. 6 Samurai sind halt cool. Drachenschwertseele, Eisenkettensprenger, Schiens Schloss, Larisa. Okay. Ach guck mal, das haben wir noch gar nicht gekauft. Ich meine, es ist Kraft der Helden. Ich glaube, ich weiß nicht, wie hyped ich bin, Elementarhelden zu benutzen, zugegebenermaßen. Rottweiler, Regenbogen, ja, das hatten wir tatsächlich schon. Jede Menge Avians, Haar heißes Herz. Ah, drei Todeswachen. Hier sind die Todeswachen versteckt gewesen, aber inzwischen ist es zu spät. Wir haben schon Lichtverpflichtete gespielt. Chaos Neos. Lady Heat, Elementarheld Heat. Oh, witzige Elementarhelden. Okay, kommt noch ein bisschen von Frischstein Deck auf. Ich meine, hier ist der Drache der Eisbarriere drauf, den wir schon haben. Das ist wahrscheinlich nicht so spannend. Exsalber, ah ja. Synchro Ormas. Exsalber. Gerümpelsynchronisierer. Geisterwache. Finsterer Resonator. Genex Controller. Jetzt kommen wir aber in die richtigen 5Ds. Oh. Gaia Ritter, die Kraft der Erde. Exsalber Urbellum. Eisenkettendrache. Wir haben die Synchromonster gefunden. Leuchtender Drache. Okay, wir müssen gleich unser Extra-Deck überarbeiten. Und ich kaufe ja vorhin mal den Rest, wenn da so viele Synchro-Karten drin sind. Eisenkettenspule. Explosion. Das ist nochmal Brionak.
Hüter von Flammwell, Dämonenschreigott Raven. Ach, die Viecher. Flammwell Löwe. Chaos Endmeister. Turbokrieger. Xelber Wayne. Xelber Karten sogar. Empfängerkrieger. Da ist er, Goyo-Wächter, es gibt ihn und er ist nicht limitiert. Von Goyo-Wächter habe ich eben gequatscht. Okay, Goyo-Wächter existiert, wir tun gleich direkt mal Goyo-Wächter ins Deck. Sternenstaubdrache, hey! Ja, wir müssen definitiv unser Extra-Deck überarbeiten. Ins Deck-Menü bitte. Das ist ja nice. Dann kommt Flammwell, oh, Quisas, kann auch generell raus, das Ding ist völlig unnütz. Du bist auch völlig unnütz, weil das eigentlich nur für Pflanzen ist. Lightgazer ist kacke. Verdammtes Kaiserdrache muss nicht dreimal im Deck sein. Auferstandener König Hades muss auch nicht dreimal im Deck sein. Dann filter uns doch hier mal die Synchros raus. Ja! Was haben wir denn da Feines? Der Eisenkettendrache. Weiß ich jetzt nicht. Lieber der Goyo-Wächter. Eisenkettendrache ist da nicht so dolle. Geierritter, die Kraft der Erde. Ist nicht so gut wie der Goyo-Man. Leuchtender Drache ist fürs Deck nicht nützlich. Wir haben auch den Rotdrachen Erzunterwäldler. Ja, komm rein. Und natürlich ein Sternstaubdrache, wenn wir schon die Option haben. Wayne darf mit rein. Turbokrieger. Geht nur mit Turbosynchron. Dann können wir noch mit Rebellum rein tun. Ja, soweit so gut, schätze ich. Eine Karte können wir noch irgendwie nachstocken. Warum nicht zwei Brionax haben? Brionax sind nicht limitiert. Warum sollten wir nicht zwei Brionax haben, right? Right. Okay. Das ist, das macht unseren ganzen Synchrogramm gleich noch ein bisschen unfairer. Das speichern wir doch direkt nochmal. Cool, so, und dann wollte ich die UMD-Erkennung machen. Das haben wir nämlich bisher nicht getan und das wäre mal voll sinnvoll. Mal die Daten speichern, bitte. Ja, bitte, Daten speichern, danke. So, Spiel beenden. Schauen wir mal, was wir dafür eigentlich kriegen. So, wie ging das noch gleich? Datenbank, glaube ich. Da, PSP, Spielerkennung. Weil wir haben TechForce 2 und 1 ja beides gespielt. Eine andere Disk einlegen. Ja, UMD wechseln. Dann legen wir doch mal TechForce 1 ein. Okay, du hast eine Karte bekommen. Markus, vielen, vielen Dank fürs Folgen. Und dann legen wir wieder TechForce 3 ein. Und wir haben... nice. Wir haben Geflügelter Drache von Ra erhalten. Das ist ja witzig. Und wir haben Satellitenlaser X06S Balsam bekommen. Okay. Kette kenne ich gar nicht. Fusioniere drei Satellitenkanonen. Feierliches Urteil. Sure. Vorige PSP-Game Erkennung abbrechen? Nö. Können noch weitermachen, weil wir können auch noch das zweite Spiel einlegen. TechForce 2 einlegen. Jo. Du hast eine Karte bekommen. Okay, und dann legen wir wieder TechForce 3 ein. Obelisk der Peiniger erhalten. Ja, nice. Eitom Plasma Krieger erhalten. Finstere Bestechung erhalten.
Slifer, König des Himmels erhalten. Wir können Götterkartendeck bauen. Berserkerseele erhalten. Rätherische Schwert erhalten. Ja. Cool, wir haben die Götterkarten gekriegt. Warum nicht? Das überspeichern wir natürlich. Jetzt interessiert mich aber, was hier an Effekts bei den Götterkarten in dem Spiel dran steht. Wie mache ich das am dümmsten? Sortieren wir nach Stufe, das klingt effektiv. Flügel der Drache von Raf. Im Tributbeschwörung dieser Karte brauchst du 3 Tribute. ATK und Death dieser Karte werden zur Summe der. Okay. Wenn diese Karte spezial beschworen wird, kommt sie in der Endphase auf den Friedhof. Wenn diese Karte aufgedeckt auf dem Feld liegt, kann sie nicht von Zaubern fallen und von Monstern beeinträchtigt werden, die ein Ziel bestimmen. Wird diese Karte per Spezialbeschwörung aktiviert, kannst du dir einen der folgenden Effekte aussuchen. Für 1000 Life Points zerstörst du ein Monster auf dem Feld und entfernst es aus dem Spiel. Oder du gibst alle Life Points bis auf einen ab und er ist die ATK und Death. Ja, ja, das übliche. Gut, Slifer ist halt stärker per Handkarten. Und was machtest du nochmal genau? So lange her, dass ich die Götter benutzt habe. Wenn diese Karte aufgedeckt auf dem Feld liegt, wird nicht beeinträchtigt. Bla bla bla. Wenn du 2 Monster auf deinem Feld Attribut anbietest, werden alle Monster auf dem Feld deines Gegners zerstört. Ah ja. Ja. Cool. Kann man machen. Item Plasma Krieger, was kann das Ding denn? Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Sie kann nur durch Tribut eines Level 7 oder höher Monsters, das du kontrollierst, spezial beschworen werden. Diese Karte kann direkt deinen Gegner angreifen. In diesem Falle wird der Kampfschaden auf die Lebenspunkte der Gegner halbiert. Ist ja voll lame. Pff. Okay. Satellitenlaser X06S Balsam. Den habe ich echt noch nie gesehen. Diese Karte kann nur fusionsbeschworen werden. In jedem Endstep erhöht sich die ATK der Karte um 3000 Punkte. Wenn sie angreift werden nach dem Damage-Step, die ATK wird auf 0 reduziert. Im Kampf zwischen der attackierenden Karte und dem Monster in Verteidigungsposition machen wir Durchschlagsschaden. Cool. Lustiges Ding. Wahrscheinlich nicht nützlich, aber lustig. Einfach dessen, dass man es nicht spezial beschwören kann, sondern nur per Fusionsbeschwörung rufen kann, ist das halt... Schade. Wir haben auch noch neue Sachen gekriegt. Da steht auch noch neu dran. Ist sogar direkt verboten, die Berserkerseele. Okay, never mind then. Finstere Bestechung, nette Karte. Und das war's. Das war's, okay. Ja, cool. Nö, wir haben nichts geändert, also brauchst du es auch nicht speichern. Story-Modus. So, und dann schauen wir nochmal bei Sadie rein und schauen, ob Sadie was Neues im Angebot hat. Ja, indeed, wir haben wieder was freigeschaltet. Das Champions-Pack ist jetzt verfügbar. Kann ich das auch aus meiner Liste löschen? Und Verliebt in dich ist auch jetzt verfügbar. Dann fehlen uns in der unteren Reihe schon nur noch 2 Packs. Das war ja ein ordentlicher Schub an Pack. Das kostet nur 50 DP. Beide kosten nur 50 DP. Okay, dann kaufen wir uns nochmal ein paar. Verliebt in dich. Danke fürs Spielen von beidem. Ah, okay. Okay, weil wir Tech Force 1 und 2 gespielt haben, deswegen. Ja, kein Problem. Ich spiele doch gerne eure Klonspiele, die alle das gleiche Spiel sind, aber trotzdem Vollpreis kosten. Chimera Bestienmeister. Spannend. Telekinetischer Schocker. Oh, magischer Android. Hier sind mehr Synchrokarten drin. Ah, hier sind die Psy-Karten. Ah ja, da haben wir eben noch drüber gequatscht, dass die Psy-Karten irgendwo sind. Ja, Psy-Pack. Tür, der siegreiche Krieger. Fee, Krebons. Psy-Kram, Psy-Lebenstrancer. Psy-Schnecke, Schwertkämpfer von Doomlit. Was bist du denn? Du bist auf dem Cover, aber ich weiß gar nicht, was du bist. Kriegerritual. Dieses Monster kann nur Ritual beschworen werden, indem du die Ritualzauberkarte Ritual von Litmus aktivierst. Diese Karte kann nicht als Ergebnis eines Kampfes zerstört werden und wird auch nicht durch die Effekte von Fallenkarten beeinflusst. Die ATK und Death werden auf 3000 gesetzt, solange sich eine aufgedeckte Fallenkarte auf dem Feld befindet. Spannend.
Kuri, willkommen im Stream. Der Torwächter Avatar ist definitiv eine Choice. Hör mal, der Torwächter Avatar ist genial. Wir haben lange rumexperimentiert, bis ich darauf hängen geblieben bin, diesen Avatar endgültig zu benutzen. Ursprünglich war das auch einfach nur irgendein random Fanmade-Ding, das irgendwer mal ins Internet gestellt hat. Und ich musste dann jemanden damit beauftragen, diese wunderschönen Mundbewegungen hinzuzufügen. Ich bin immer noch stolz auf diese Idee. Ich find's super lustig. Nein, der Avatar ist super, die Klappe, Margok. Sonst wirst du gebannt. Gedanke in Herrscher Erzunterwelt, Lapsi Springer. Benommener Engel, Türken. Hä? Nochmal Kribons? Hab ich hier nicht eben schon Kribons gesehen? Egal. Okay. Cool, das sind die ganzen Psy-Karten. Champions Pack. Wie wir gemeint haben, Margok. Was gibt's denn im Champions Pack? Ach, die Arkane Machtkarten. Cyberengel. Der dunkle Schöpfer. Ja. Pokal des Asses. Das spielt auch keiner freiwillig. Jo, jo, jo. Die ganzen Arkane Machtkarten. Fossilfusion ist da drin. Spielzeugherrscher. Jawohl, wir können Spielzeugdeck bauen und mit Bonaparte duellieren. Oh Gott, wer spielt denn gerne zusammen mit Bonaparte? Ja, aber nett. Ich schätze, die kosten so wenig, da können wir auch ruhig noch ein paar mehr von kaufen. Kosten nur 1000 für ein ganzes Display. Komm, wir kaufen einfach nur von beiden jeweils. Huch. Haben schon fast alle davon. Da brauchen wir nur noch ein Display kaufen, schätze ich. Alchemistischer Kessel. Ciao. Chaos-Distille. Glückliche Hochzeit. Glückliche Hochzeit ist auf 1 limitiert. Was macht ihr denn nochmal? Diese Karte kann nur aktiviert werden, wenn sich ein aufgedecktes Monster, das deinem Gegner gehört, auf deiner Seite des Spielfeldes befindet. Okay. Erhöhe die ATK des ausgerüsteten Monsters um die ATK des anderen Monsters. Diese Karte kann nur aktiviert werden, wenn sich ein aufgedecktes Monster, das deinem Gegner gehört, auf deiner Seite des Spielfeldes befindet. Erhöhe die ATK des ausgerüsteten Monsters um die ATK des anderen Monsters. Ist das grammatikalisch falsch? Heißt das, wir erhöhen die ATK des geklauten Monsters um die ATK all unserer anderen Monster? Dieses des anderen Monsters verwirrt mich hart. Kennt jemand die richtige Funktionsweise dieser Karte? Ich habe die, glaube ich, noch nie benutzt. Das verwirrt mich gerade enorm. Chimera, Phantomungeheuer, Felseidexer, dunkle Arena, Schildwiederherstellung, Spielzeugsoldat. Okay, da sind auch tatsächlich gar nicht so viele Karten scheinbar drin in den einzelnen Booster-Packs, deswegen sind die wahrscheinlich auch so billig. Aber wir haben zwei Displays gekauft und wir haben quasi gar keine Prozente dazu gekriegt. Okay, ich schätze, wir brauchen noch mehr davon. Sind das alles super seltene Karten da drin, oder was ist passiert? Testament der geheimen Herren, okay. Noch zwei neue Karten im ganzen Display. Sucht er ein anderes Monster aus und es erhält den Angriff in Höhe von dem geklauten Monster, okay. Die Hochzeitskarte ist eine Blair-Karte. Ja, trotzdem scheint sie irgendwie eine Mega-Kombo zu haben, weshalb sie auf 1 runter limitiert wurde. Das wundert mich so ein bisschen, dass sie auf 1 ist. Ich meine, klar, es ist gar nicht mehr so schwer, ein gegnerisches Monster zu klauen. Aber trotzdem. Bis sie auf 1 ist? Hm. Noch eine glückliche Hochzeit. Scharfe Soßenflasche, was? Wenn diese Karte zerstört und auf den Friedhof geschickt wird, während sie verdeckt liegt, macht 500 LP Schaden. Ah ja, toll. Großartige Karte offensichtlich. Also ich mache jetzt mal hier einen Safe State vor, wenn wir nichts Neues kriegen dann. Das ist eine Karte von Chumlis Vater. Natürlich ist es eine Chumli-Karte, was sonst? Erzunterweltler Matador. Tja, wieder nur eine Karte im ganzen Display. Königin des Schicksals, Eternia, dunkler Skorpionrückzug, okay.
Endlich mal ein paar mehr neue Karten. Ritual des Matadors. Damit sollten wir jetzt zumindest über 80% sein, oder? Fun Fact, das ist zensiert. Eigentlich geht es nicht um scharfe Soße, sondern um Sake. Natürlich, das ist auch eine Sakeflasche.